Hallo liebe Jedi-Ritter, in diesem Video geht es nicht wie sonst üblich um das Linux-Betriebssystem, sondern um Android. Android kennst du vielleicht schon von deinem Handy oder deinem Tablet. Letztendlich ist Android aber auch ein Linux, denn es nutzt den Linux-Kernel als Basis, wenn auch oft stark modifiziert. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein Android-Telefon etwas freier machen kannst. Denn standardmäßig wird das wahrscheinlich mit ganz vielen Apps von Google ausgeliefert, die dich natürlich ständig im Hintergrund überwachen. Ich möchte dir zeigen, wie du den FDroid Store installieren kannst und aus dem FDroid Store deine erste freie Applikation einrichten kannst. Dazu wähle ich hier als erstes mal meinen Browser, das ist jetzt in diesem Fall der Chromium-Browser, der ist hier vorinstalliert, und gebe dann hier in der Suche mal F-Droid ein. Dann kommt als allererstes hier schon die Webseite des Projektes f-droid.org und die wähle ich an. Hier kann ich natürlich als erstes auch direkt schon den Store herunterladen und dazu klicke ich hier auf F-Droid herunterladen. Er warnt mich jetzt, dass diese Datei grundsätzlich schädlich sein könnte. Ich weiß aber, was ich tue und möchte sie natürlich trotzdem herunterladen. Das ist jetzt hier schon geschehen und ich kann die jetzt hier über den Punkt öffnen auch schon öffnen. Standardmäßig darf der Chromium natürlich keine APK-Pakete installieren, also keine Apps installieren. Android liefert Applikationen im APK-Paketformat aus. Das ist so ähnlich wie unter Debian oder Ubuntu die Deb-Pakete. Jetzt möchte ich hier dieses APK-Paket natürlich installieren können und deswegen sage ich hier kurzzeitig dieser Quelle vertrauen. Das müsst ihr unbedingt gleich auch wieder wegnehmen, dieses Recht. Möchtest du diese App aktualisieren, sage ich jetzt installieren und es ist schon installiert. Hier sage ich jetzt fertig und kann dann hier auch diesen Punkt dieser Quelle vertrauen tatsächlich auch schon wieder wegnehmen. Denn ich möchte natürlich nicht, dass mein Chromium, mein Webbrowser, Android-Pakete installieren können darf. Ich sage also hier wieder nein. Jetzt schauen wir mal, ob den FDroid hier schon installiert worden ist. Ich gebe hier in der Suche FDroid ein und da finde ich ihn schon. Als allererstes werden hier mal die Paketquellen aktualisiert. Das siehst du hier oben in dem Bereich Paketquellenaktualisierung. Das ist so ähnlich, wie du es vielleicht schon von deinem Linux-Betriebssystem her kennst, zum Beispiel bei Debian mit dem Befehl apt-update. So etwas Ähnliches passiert hier im Hintergrund auch. Die App ist aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Hier hast du einmal den Bereich Neues, Kategorien, Umfeld, Aufgaben und Einstellungen. Im Bereich Neues findest du immer ganz tolle, interessante, freie Software-Applikationen für dein Telefon, die du hier direkt installieren kannst. Das Ganze lässt sich natürlich auch über Kategorien durchsuchen und im Bereich Aufgaben werden dir anstehende Updates angezeigt. Denn FDroid kann diese Apps, die es installiert, natürlich auch selbstständig aktualisieren. Und dazu erhältst du dann eine entsprechende Nachricht und kannst das dann ganz schnell automatisch machen. Ich gebe jetzt hier mal in der Suche meine erste App ein. Hier fragt er mich jetzt noch, ob ich Benachrichtigungen zulassen möchte. Da sage ich jetzt ja. Und suche hier mal nach der App Fennec. F-E-N-N-E-C. Fennec ist eine freie Variante des Firefox-Browsers, den ich zum Beispiel jetzt auch unter meinem Linux-Desktop verwende. Und Fennec ist speziell für Android entwickelt worden. Ich sage hier installieren. Und hier wird jetzt im Hintergrund auch schon der Fennec installiert. Und natürlich kann Fennec noch einiges und was das genau ist, das möchte ich euch auch gleich noch zeigen. Denn standardmäßig sind diese Browser hier, wenn du jetzt zum Beispiel den normalen Chrome verwendest, auch total werbeverseucht. Also die überwachen dich permanent mit Werbe-IDs und versuchen dir natürlich möglichst das beste Zeug zu verkaufen. Um das etwas zu verhindern, kannst du so einen freien Browser verwenden und den musst du aber auch noch ein bisschen anpassen, damit zum Beispiel ein Adblocker zum Einsatz kommt. Für den Desktop habe ich dazu schon ein entsprechendes Video mit dem Titel Meine Lieblings-Firefox-Add-ons für euch vorbereitet. Das schaut euch bitte unbedingt auch noch an. Also hier konnte jetzt Fennec FDroid installiert werden und ich öffne das Ganze mal. Jetzt kann ich das Ganze noch als Standardbrowser festlegen, sage jetzt als Standard festlegen. Widget brauche ich nicht, das möchte ich auch nicht. Und Benachrichtigungen, das kannst du dir selber überlegen, ich sage jetzt mal jetzt nicht.
Als allererstes klicke ich hier mal auf dieses sogenannte Hamburger-Menü, das sind diese drei Punkte, und kann dann hier auch noch ein paar Einstellungen vornehmen. Dazu kann ich einmal als Suchmaschine zum Beispiel die Suchmaschine ändern. Ich nutze ganz gerne Startpage, aber DuckDuckGo ist auch in Ordnung. Dann möchte ich jetzt natürlich noch ein paar Add-ons installieren. Dazu gehe ich jetzt hier mal raus und gucke dann mal hier in den Bereich Erweiterungen. Denn Fennec lässt sich auch wie der Original Firefox Browser über sogenannte Add-ons erweitern. Und hier bietet sich zum Beispiel an, den uBlock Origin zu installieren. uBlock Origin ist ein toller Werbefilter und ohne den ist aus meiner Sicht das Internet gar nicht nutzbar. Jetzt sage ich hier noch hinzufügen, okay, und kann jetzt hier noch andere Add-ons hinzufügen. Ich empfehle dir zusätzlich noch den Privacy Badger, der ist auch sehr gut. Der blockt auch noch Tracker im Hintergrund, die teilweise uBlock Origin nicht erwischt. Sag wieder OK. Und was ich jetzt noch ganz sinnvoll finde, ist dieses Add-on hier, Videowiedergabe im Hintergrund. Du kennst es vielleicht, wenn du YouTube verwendest und dann zum Beispiel die App wechselst auf deinem Android-Handy, dann wird immer die Videowiedergabe gestoppt. Und ich höre zum Beispiel gerne auf YouTube im Hintergrund Videos und dann möchte ich, dass das auch weiterläuft. Dazu kann ich jetzt hier die Videowiedergabe im Hintergrund aktivieren. Damit hast du die wichtigsten Add-ons hier jetzt auch schon installiert und kannst das bei dir einfach mal nachbauen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf dein Feedback. Bis bald. Tschüss.